Aber das ist die hohen Highlights. Man kann nicht einfach eins sagen. Das ist unmöglich, weil man jeden Tag, jeder Besuch, den wir gemacht haben, hat, ist in sich eigentlich ein Highlight gewesen. Also, wenn ich jetzt davon rede. Vorher hast du auch nicht gefragt. Ja, es war verrückt, die zwei Schweizer Reise, die wir gemacht haben. Und im Nachhinein fühlt es sich so an, wirklich, als ob es gar nicht passiert wäre oder als ob es nur ein Traum wäre. Aufstehen, Buben! Aufstehen, Buben! Komm. Man weiss jetzt, nicht böse gemeint, man weiss, dass das Rauschen am Morgen gerne länger schlafen. Dass ich und der Kleine sind, wir stehen am Morgen, das ist nicht böse, aber ich und der Kleine stehen am Morgen auf, gehen duschen, sind parat und das Rauschen sind halt einfach die, die sagen... Was? Was? Genau das. Genau das. Nein, aber sie sind halt die zum Beispiel ein länger schlafen. Und, aber das weiss man und das respektiert man. Und dann sagt man, also komm, schlafen ihr noch halb schon länger, wir machen uns parat. Sie sind dafür in 5 Minuten parat und dann können wir gehen. Und wir kennen den Anfang sehr gut. Wir wissen eben, was mag leiden, was mag nicht leiden. Und wir haben es super gehabt in dieser Woche. Also es war ziemlich die beste Woche Ferien, die ich jetzt bis jetzt hatte, im Leben oder allgemein. Einfach weil wir das, was wir alles erlebt haben, das, was alles war. Dass wir das irgendwie so auf Aufnahmen haben und dass wir das wieder anschauen können mit all diesen Erinnerungen. Und das ist halt einfach... Ja, uns kennen wir nicht. Ja, es ist genau das. Also ja, das mit diesen Geschenken, das war einfach zu viel. Alle haben Küchen gepackt mit irgendwie schönen Reisen, herzlich willkommen. Und das haben wir das letzte Mal noch nicht in diesem Ausmaß erlebt. Also uns war es manchmal nicht wohl irgendwie. Das ist so. Aber wir schätzen es natürlich sehr. Also das ist, und wir wollen nochmal ganz herzlich Danke sagen für das. Ja. Ja. Sagst du auch noch etwas, oder? Überleitung. Was? Schon Überleitung ist das. Das ist auch noch. Es ist halt auch lang gegangen schon, gell, bei Wildigruss. Ja. Das war auch ein Abend, der extrem schön war. Ich meine, in dem war ein Stückchen geschwitzt wie Sau. Also wirklich, es war so wärmig. Und Wildigruss ist schon auch eine extreme Vorbildformation für uns allen. Wirklich. Und ich weiss auch nicht, was war das gewesen, morgen um 5 Uhr? Ich weiss nicht. Wo wir nachher noch mit dem Armin einfach dort gehockt sind. Ja. Einfach noch Scheissdreck geschnurrt irgendwie. Was haben wir gesagt? Es ist glaube der einzige Teil, der einzige Tanz, der mal aufhört. Nein, mal. Nein, mal. Nein, mal. Ich weiss noch, bevor wir auf die Reise gegangen sind, würde ich schon sagen, die Mami hat uns gesagt, dann einfach schauen, es hat nicht immer ein Bier dort stehen. Aber hat sie recht? Aber eigentlich, sie hat schon recht. Ja, es ist ja immerhin das Fernsehen und so. Aber eigentlich blöd gesehen, wenn du an jeden Ort, wo du ankommst, das erste, was dir angeboten wird, ist einfach eine Flasche Bier. Also auch nichts gegen die Leute, sondern einfach, das ist, und dann saufe ich das nicht, um einen Rausch antrinken, sondern eben, weil es einfach zur Gemütlichkeit gehört. Heute hat mich schon recht beeindruckt, vor allem nicht jetzt nur an diesem Abend, vor allem was sie als Zuschauer erreicht haben, die ja zu Legenden gehören in der Schweiz. Sie haben dort gespielt und dreistimmig gesungen wie eh und je, als ob sie nie eine Pause gemacht hätten. Und das war schon auch ein Hühnerhaut-Moment. Ja. Die haben extra für uns sind die nochmal zusammengekommen. Die haben gehört. Ich meine, wenn ich sage, ich höre auf mit etwas, dann hat man gehört mit etwas. Und die sind extra nochmal zusammengekommen, haben sich die Zeit genommen und haben da für uns nochmal gespielt. Und dort in dem Moment haben wir das zu wenig realisiert. Aber jetzt im Nachhinein so. Ja, das ist, ja. Keine Worte. Keine Worte. Da fehlen mir die Worte.
Mhm. Ihr habt ja super CD gemacht. Übrigens, Kalber super. Vielmals, habe ich schon viel gehört jetzt. Ja, eigentlich viel mitgeben muss ich ihnen gerne. Sie kennen eigentlich, wie es mit ihr läuft. Und sie machen das sensationell. Und die haben mich eigentlich erinnert an unsere Zeit. Oder? Wir haben auch nie genug bekommen. Oder? Und eben bei ihnen vier, kann man schon sagen, ist natürlich das Herzblut da. Und das ist meiner Meinung nach das Wichtigste. Oder? Und das ist das Schönste, was man haben kann. So können wir Musik machen. Also weiter so. Wenn das einer von diesen Profimusikanten sagt, wenn man das in diesem Interview nachher hört, was die vor der Kamera erzählen über uns, dann wir haben früher zu denen aufgeschaut. Also eben, ich habe jetzt das extrem. Jetzt noch, oder schaut man zu denen auf und sagt, hey, das sind. Wegen denen habe ich angefangen Musik zu machen, wegen denen spiele ich die und die Tanz und das Zeugs. Und die sagen jetzt so etwas. Das kannst du gar nicht beschreiben. Das ist eigentlich ein unglaubliches Gefühl und eine unglaubliche Ehre. Und das macht einfach mega Freude. Ich frage mich manchmal, ob mir das wirklich realisiert. Ob es das wirklich bewusst ist. Dass irgendwie jetzt innerhalb von der anderen Musik wirklich, dass wir jetzt mittlerweile einen Ruf haben. Eigentlich nur aufgrund, weil wir wirklich die Schweizreise gemacht haben miteinander. Also ich meine, irgendwie fühlen wir uns enorm geehrt und dankbar, dass wir können einfach etwas bewirken in dieser Szene. Dass wir können, Leute eine Freude machen können. Dass wir aber uns auch selber Spass können. Ja. Gönnen, sozusagen. Es war ein Dienstagabend. Man muss sich das vorstellen, Dienstagabend, wenn ich am Tag arbeite und wir normal gehen arbeiten, am Dienstagabend, ja, gehst du vielleicht noch schnell ein Bier nehmen und dann gehst du wieder nach Hause, oder? Aber die beiden, wir sind reingekommen, sind uns aufgeumzogen, haben uns bereit gemacht, gehen schnell duschen, sind oben runtergekommen, sind dann in die Beiz reingelaufen und die Beiz ist gestossen, geraggelt voll. Ich weiss nicht, das sind fast 100 Leute sind sicher dort drin. Und alles Haufen Musikanten, Krimafrei, die extra gekommen ist, die sich von überall hergefahren sind. Also ja, denen noch ein ganz grosses Dank. Und es ist einfach, ja, das ist überwältigend. Da läufst du in so eine Beiz rein und all die Leute sind dort. Und sie sind bös gesagt, ja, schier ein bisschen wegen uns gekommen. Also, das hat man ein bisschen dürfen sagen, Schier, oder? Weil wir das jetzt, weil wir auf dieser Reise sind, sind sie zu uns gekommen, sie besuchen. Und das ist gigantisch. Das ist, ja, das kannst du nicht beschreiben. Das ist. Sie sind die Beste, ehrlich. With the energy, with the attitude, and to show me the tradition, also in a very modern way. So really good luck to them and they're in my heart. Danke, Laura. Die ist so Fan von uns. Das kann man nicht einfach erzählen, das muss man wirklich einst erleben. Ja. Jetzt böse gesagt, kann man es vergleichen wie an einem Rockkonzert oder an einem Open Air, das Zeugs und Sachen. Die ist der geschlagene Obig, den wir gespielt haben, an der Bühne zuvorderst vorne gestanden und hat voll mitgemacht. Immer mitklatschen, ja. Mittanzen. Und das ist eigentlich nicht normal in der Länderszene. Gibt es das eigentlich nicht normal? Wie hockt man so am Tisch zu und trinkt ein Bier, geht man vielleicht mal mit jemandem tanzen, dann hockt man wieder ab. Und nachher ist sie immer wieder gekommen. Alle Auftritte von uns ist sie immer wieder gekommen. Und dann haben wir sie auch kennengelernt. Und jetzt, Geburtstag gespielt. Genau, sind wir am Geburtstag, hat sie uns angefragt gehabt. Sind wir Musik machen auf Zürich aber. Thank you, Laura, for your support. And ich glaube, mittlerweile kann sie sogar weiter pitchen. Ciao, Mütti! Hey, ich kann hier das Wettbrennen bekommen vom Stabenschießen. Wir sind letztes Jahr schon im Stau gestanden. Letztes Jahr haben wir im Stau eine Musik gemacht. Das Jahr haben wir halt einfach gefurzt. Wer hat das denn hier? Wer hat denn hier? Furtet euch an! Es schießt mich an, so mit euch! Es kann nicht sein, dass ich mit 100 auf der Autobahn fahre und ihr nicht euch angurten müsst. Seid ihr eigentlich lebensmüde? Ich bin doch da nicht der Versicherungsheini von euch! Man geht in die Schule. Man lernt den Kindesgestreifen anlegen. Am Autofahren weiss man ganz genau, wenn man ins Auto einsteigt, tut man sich angurten. Und wenn dann etwa 10 Minuten lang oder eine Viertelstunde lang die ganze Zeit so eine Pfeife kommt. Nein, es ist nicht so schlimm.
Freundschaft ist jetzt das, was ich gebraucht habe, zum zufrieden und glücklich sein. Ich hoffe tief in mir, es wird für immer so sein. Ich hoffe tief in mir, es wird für immer so sein. Hey! Wie die einfach akustisch dort gesungen haben. Also zwei Stimmen, das Gitarre und das Cajon. Also dort, und dort, was eben die dein Lied dort gecovert haben, in so einer Ballade, das, also dort sind alle Tränen gelaufen. Das ist wirklich. Mir nicht, aber ja. Nein, das war wirklich schön, ja. Sehr. Wisst ihr noch, was wir gesagt haben, wo niemand gehört hat bis Enderlins? Haben wir gesagt, hey, jetzt wäre ich schon Traumfrauen. Ja. Ja. Ja, das sind sie. Ja, das sind sie. Und das können sie auch jetzt wissen. Dass, ja, wir haben höchsten Respekt vor ihnen und wir mögen sie enorm. Und, ja, bis bald. So eine Freundschaft ist jetzt da, wo ich brauche, um so zufrieden und glücklich sein. Zusammen lustig auch und miteinander durchs Leben gehen. So eine Freundschaft ist jetzt da, wo ich brauche, um Frieden und glücklich sein. Ich hoffe tief in mir, es wird für immer so sein. Nein! Ah ja! So geil! Schmiedi hat dann noch im Port innen ausgelegt. Herzlich willkommen. Ah nein, Hessler und Schegner. Herzlich willkommen. Ja, sie haben genug gesteuert. Nein, und sie hat uns gesagt, oder mir auch, dass sie extra auf den nächsten Berg rauf ist, um von oben runterzuschauen, ob es wirklich aus der Luft aus gesehen hat. Nachher hat es gerichtet, weißt du? Und wir haben es wirklich super gesehen dort. Ja, das ist raus. Hey, und nachher sind wir dort gelandet. Und nachher sind sie vor der Hütte und Musiken und spielen Tänze von uns. Die Schweizer Reis, die Schweizer Reis-Tanz haben sie gespielt, als wir angekommen sind. Die haben es extra gelehrt. Neue Leute und neue Orte, wo haben unsere Erfahrungen durch sind Dank. Da denke ich immer daran, was wir erlebt haben. Bravo! Wenn wir uns alle irgendwo im Ausgang treffen, dann plötzlich werden wir noch ein bisschen zusammenrennen. Sentimental, oder was ist das richtige Wort dafür? Trunken Elend. Trunken Elend. Aber ja, im positiven Sinn. Und dann sagen wir noch, es ist so schön, dass wir uns kennen, dass wir miteinander. Gell? Dann sagen wir jedes Mal, und auch die Schweizer Reis, wir haben es gemacht, wir haben uns dazu entschieden, dass wir das machen, und wir haben es durchgezogen, und es kann uns kennen auch. Passiert was mit. Passiert. Es ist jetzt so gewesen, und es ist doch einfach schön, oder? Ja. Ja, sie. Tschüss. Guten Abschluss.